Willkommen in Stockholm. Es ist rund 2 Jahre her, dass Mercedes auf dem Pariser Autosalon seine neue Elektromarke EQ vorgestellt hat. Heute geht's endlich ins Eingemachte, denn heute zeigt Mercedes genau hier das erste Serienmodell, und zwar den EQC. Was er kann, wie er ausschaut, das schauen wir uns jetzt an. Das ist der Mercedes EQC, das Serienmodell. Und jetzt spreche ich mit ein paar Kollegen und auch mit ein paar Experten, um einfach mehr über das Auto zu erfahren. So, neben mir steht jetzt Michael Kelz, Leiter Gesamtfahrzeugentwicklung. Michael, ich habe eine Frage. Und zwar, wenn ich mir das neue Auto anschaue, Elektromobilität, sparsam eigentlich. Ja. Jetzt habe ich aber gelesen, ihr habt hier bis zu 300 Kilowatt maximalen Output. Ja. Wie ist das aufgebaut und warum so viel Leistung? Und vor allem, wie kriegt ihr trotzdem Reichweite hin? Also das Fahrzeug ist dermaßen aufgebaut, dass wir vorne einen reichweitenoptimierten Motor haben und hinten einen performanceoptimierten Motor. Beide haben zwar formal 150 kW, sind aber unterschiedlich gewickelt etc., sodass sie also spezifisch einmal auf Reichweite und einmal auf Leistung ausgelegt werden. Insgesamt macht es aber einen vollvariablen Allradantrieb aus. Und mit der auf Reichweite optimierten Maschine, die wir hier in dem Vorderwagen haben, erreichen wir eben bis zu 450 km im NEFZ. Wenn wir jetzt über Elektromobilität sprechen, dann gibt es immer noch Leute, die auch so ein bisschen Angst haben vor diesem Thema Hochvolttechnik und da kann ja was passieren. Was habt ihr als Mercedes, die ja, sagen wir mal, für Sicherheit bekannt sind, getan, um genau dieses Thema zu bearbeiten oder zu, sagen wir, zu verbessern? Also es gibt zwei Felder, in denen wir arbeiten. Das eine ist natürlich aktiv, also das heißt, die Batterie wird zum Beispiel in einem Crashfall natürlich abgeschaltet etc. Aber natürlich auch die passive Sicherheit für die Batterie ist sehr hoch. Wenn man hier das Fahrzeug anguckt, so wie es dahinter steht, hier kann man ja gut die Batterie sehen, dann sieht man die seitlichen großen Crashprofile, die zum Beispiel im Seitenaufprall schützen. Wir haben vorne vor der Batterie aber ein Räumschild, falls mal irgendwelche Objekte auch im Weg sein sollten. Und die Batterie hat nochmal eine volle Unterbodencover. Also von daher sage ich mal, die Batterie ist am besten Punkt eigentlich im Fahrzeug untergebracht und 100% Sicherheit, das ist klar, das ist Asset von Mercedes im Grundsatz, die steckt natürlich auch hier in der Batterieanordnung drin. Das war also Kernelement auf jeden Fall auch der Entwicklung, ganz klar. So, jetzt habe ich meinen lieben Kollegen Jan Gleitzmann gefunden, mein Mercedes-Experten quasi. Ne? Jan, ich finde ja, dass das Auto viel besser aussieht als die Studie. Was hältst du denn vom neuen EQC? Also ich muss ganz ehrlich sagen, Aussehen ist erstmal bei mir sekundär. Das Auto muss funktionieren. Die Front finde ich gewöhnungsbedürftig, weil sie sich so abhebt von dem, was wir sonst gesehen haben von Mercedes. Dieser Black Panel ist schick, auch mit dem Einbinden der Leuchten. Die Seite ist ja fast GLC und das Heck mit dem Lichtband finde ich ganz schön. Ja. Was meinst du denn, wenn wir uns das Auto jetzt mal anschauen, wie alltagstauglich ist er? Wie wird er bei den Verbrauchern tatsächlich ankommen? Was sagen die dazu? Naja, wir werden uns ja im oberen Preissegment bewegen. Die Leute werden also nicht auf den Pfennig gucken müssen. Und dann hast du den voll ausgestattet mit einer 360-Grad-Kamera. Der ist zwar groß und der ist schwer, aber damit wissen wir ja, durch unsere vielen Testfahrten ist das Einparken zum Beispiel ein Witz. Kofferraum mit 500 Litern kann man machen. Der ist groß genug, um mal schnell was reinzuschmeißen. Also alltagstauglich ist er auf jeden Fall. Wenn du auf die 400 oder 450 Kilometer ansprichst, 450 sagen sie nach Nefts. Da muss man gucken, was bei WLTP übrig bleibt und im realen Leben. Vor allen Dingen im Winter, im Sommer, je nach Kondition. Aber ich denke, für einen Großteil der potenziellen Kunden ist das vollkommen ausreichend. Wenn wir uns jetzt das Thema Daten mal anschauen, es gibt ja hier einen Speed Limiter, das heißt, ich glaube, 180 ist Feierabend. Was hältst du davon, dass der nicht schneller fährt? Finde ich, das ist eine Nebensächliche. Also die Frage ist eigentlich schon falsch, weil wir wissen ja beide, wenn wir elektrisch fahren, fahren wir automatisch ganz anders. Klar, wenn du nur von Steckdose zu Steckdose fährst, dann kannst du es auch mal krachen lassen, aber wer will das schon? Du willst doch mit der Reichweite so weit wie möglich kommen, also mit der Batterieladung. Und nicht umsonst fahren ja die Modelle aus Amerika, die wir Tesla kennen, immer schön auf der rechten Spur mit 120. Es geht einfach um weit kommen, damit man möglichst wenig laden muss. Von daher, ob die nun 180 oder 200 oder 250 sagen, ist doch eigentlich vollkommen egal. So, jetzt habe ich hier Robert Lesnik vom Exterieur Design. Robert, ich finde zum einen erstmal, dass das Auto wirklich schön geworden ist, vor allen Dingen, weil es sich abhebt von dem, was ich bis jetzt als Studie gesehen habe. Kannst du mir so ein paar Highlights zum Thema Exterieur Design sagen? Klar, zuerst, wir finden auch, dass es schön ist. Richtig, danke. Klar, es ist natürlich ein sehr wichtiger Tag für uns, weil wir jetzt nicht nur für EQC, sondern eigentlich für die ganze EQ-Familie sehr viele neue Elemente gerade heute eingeführt haben. Kommt wieder von der Studie, stehen wir jetzt gerade hier bei der Front, absolut Front, diese, sagen wir so, Verbindung Scheinwerfer mit dem Grill.
Das ist etwas, was wir natürlich schon angeteasert haben vor 2 Jahren mit dem Konzept EQ und absolut dieses Leuchtbandthema, was sich natürlich auch am Heck wiederholt. Das ist auch so ein Element, was man sich bei EQ-Familie an sich vorstellen kann. Wenn wir über EQ sprechen und über kommende Modelle sprechen, dann sehen wir jetzt hier zum Beispiel einen Kühlergrill, der ja nicht wie bei der Studie ist, aber wir haben trotzdem dieses Black Panel. Was können wir denn da so erwarten? Ist das jetzt eine Designsprache, die ihr durchzieht, oder kommt da noch wirklich was anderes? Gut, jetzt kann man natürlich sagen, warum macht ihr überhaupt einen Grill, wenn kein Verbrenner dahinter ist? Ja, wir sagen, es muss ja nicht unbedingt ein Kühlergrill sein, muss ja nicht unbedingt ein Lufteinlass darstellen, aber wir finden, dass ein Mercedes eine Mercedes-Identität braucht. Wir haben ja unglaubliche Heritage und wir haben verschiedene Grillvarianten von AMG bis Maybach und stehender Stern auf der Motorhaube. Und das ist einfach eine weitere, vielleicht sogar progressivere Entwicklung vom Grill-Thema. Aber es stand eigentlich bei uns, bei Mercedes nie zur Diskussion, dass wir völlig, sagen wir so, auf den Grill verzichten. Weil man muss sich vorstellen, wie bei einem menschlichen Gesicht, wenn ich jetzt von mir aufs Nase verzichten würde beim Zeichnen, würde natürlich nicht richtig aussehen. Wenn ich mir das Auto von der Seite anschaue, der ist jetzt extrem clean geworden. Warum ist das so und auf was habt ihr verzichtet? Ja, zuerst mal auf die Sicken. Wir haben auf die Sicken und ganzen Linien und Undercuts und Lightcatchers und Dropping Line und Catwalk Line, auf alle haben wir verzichtet. Wir haben gesagt, genau diese Autos, die sollen mehr das Seamless, dieses monolithische Gefühl haben. Und ja, das sieht zuerst mal auch aerodynamischer aus, ist es auch, jetzt nicht nur wegen der clean Seite, sondern vor allem wegen des Hecks, aber dieses, ja, diese Efficiency, die man auch im Prinzip auch schon dann in diesem clean Design sieht, das war hier schon ein sehr starkes und wichtiges Thema, klar. Wenn wir jetzt bei Mercedes sprechen, dann sprechen wir mal über unterschiedliche, sag mal, Designstufen oder Ausbaustufen. Das heißt, wir haben eine AMG-Line, wir haben bestimmte Ausstattungsvarianten, die er bietet. Wie stark werden die sich voneinander unterscheiden? Jetzt gerade, wenn ich sage, ich habe einen AMG-Line im Vergleich zum Standard. Ja, wir haben heute auch eine AMG-Line mitgebracht, ein Paket. Und in erster Linie, klar, das sind die bekannten Elemente. Das Auto hat ein bisschen tieferen Böschungswinkel, sieht vielleicht noch ein bisschen sportlicher, aggressiver aus. Die Anordnung natürlich in diesem Black Panel ist geblieben. Die Scheinwerfer sind die gleichen. Klar, das ist das stärkste Thema an der Front. Aber wie interpretieren wir das Thema Grill anders? Wir haben zum Beispiel bewusst komplett auf Grill, auf Chrom verzichtet. Zum Beispiel dieser, wie beim Basisfahrzeug, relativ prominente Chromgrill ist da gar nicht vorhanden. Und damit habe ich natürlich dieses Thema Black Panel vielleicht sogar noch ein bisschen, ja, noch ein bisschen stärker ausgeprägt. Jetzt habe ich meinen Kollegen Frank Mertens gefunden. Für mich der echte Fachmann, wenn es um Elektromobilität geht, denn dein Magazin heißt Electrified, das heißt, du beschäftigst dich wirklich mit Elektromobilität. Frank, EQC, ein relativ hochpreisiges Auto mit viel Leistung. Wie siehst du die Marktchance von dem Auto? Wie wird er sich bewegen? Wie wird er sich im Markt machen? Und vor allem, wer sind die Wettbewerber? Die Wettbewerber liegen auf der Hand. Audi e-tron wird jetzt in Kürze halt auch vorgestellt in San Francisco am 18. September oder am 17. September, um genauer zu sein. Dann haben wir den Jaguar I-Pace bereits auf dem Markt. Tesla brauchen wir gar nicht thematisieren, das weiß jeder. Und vor diesem Hintergrund muss man sagen, dass Mercedes durchaus ein bisschen spät ist. Auch wenn mancher hier von den Verantwortlichen sagt, dass es hier bei der Elektromobilität nicht unbedingt auf ein paar Monate ankommt. Wenn wir uns die Marktchancen anschauen, dann haben die es, glaube ich, verhältnismäßig intelligent gemacht, obwohl man sehr, sehr spät auf den Markt kommt mit diesem Fahrzeug, indem man halt ein SUV auf die Beine gestellt hat, wie das übrigens auch die Mitbewerber tun. Das ist halt das am stärksten wachsende Segment und von daher stehen erstmal die Marktchancen aufgrund des Segmentes sehr gut. Den Rest, glaube ich, vom Markthochlauf werden wir, glaube ich, erst ein bisschen noch abwarten müssen. 2020 gehe ich davon aus, dass der Markthochlauf stattfinden wird und darüber hinaus wird, glaube ich, jetzt ab dem 1. Januar das Steuerprivileg für Dienstwagen nochmal einen Stub für die Elektromobilität bringen. Wenn wir uns jetzt den EQC anschauen, jetzt sag mal von deiner persönlichen Warte aus, wie gefällt dir das Auto? Auch da wieder ganz klar der Blick auf die Wettbewerber, wenn wir uns das Auto anschauen, wie alltagstauglich ist der und
Ja, wie macht er sich im Wettbewerb? Ich denke, als SUV ist er alltagstauglich. Er wird jetzt eine Reichweite nach dem NEFZ, der WLTP-Wert liegt noch nicht vor, von 450 Kilometern haben. Damit ist er absolut alltagstauglich. Wenn wir alle ehrlich sind, braucht man 450 Kilometer, glaube ich, im Alltag nicht unbedingt. Das braucht man vielleicht von 5% aller Anwendungsfälle eines solchen Autos. Von daher ist er erstmal absolut alltagstauglich. Der Rest müssen wir sehen, wie teuer der Preis sein wird. Ich gehe davon aus, dass er sich im Kontext zwischen 75.000 und 80.000 Euro einpendeln wird, aber diesen Preis will Mercedes erst im kommenden Jahr kommunizieren. Wenn wir über das Thema Elektromobilität sprechen, müssen wir auch mal über das Thema, ja, wo kann ich laden sprechen. Wenn wir uns jetzt dieses Zusammenspiel mal anschauen, wie siehst du da die Entwicklung? Wir haben jetzt wieder ein neues Auto, wieder einen großen Hersteller mehr, der so ein Fahrzeug bringt. Denkst du, das ist realistisch, dass wir wirklich 2020 sagen, wir haben genug Ladesäulen, um mit so einem Auto von Hamburg nach München zu fahren? Wir erleben ja gerade den Ausbau der Ladeinfrastruktur, insbesondere Schnellladeinfrastruktur seitens IONITY, des Zusammenschlusses der verschiedenen Autobauer. Mercedes ist daran auch beteiligt. Allerdings ist man da auch, glaube ich, nicht ganz so schnell unterwegs, wie man sich das gewünscht hatte. Von daher müssen wir den weiteren Fortschritt bei IONITY uns anschauen. Auf der anderen Seite wird der Kunde, der insbesondere ein solches Auto fährt, glaube ich, zu Hause erst eine Ladestation haben. Und er muss zumindest für die normalen Strecken, die er im Alltag hinter sich bringt, nicht in einer öffentlichen Ladesäule tanken. So, jetzt ist neben mir Hartmut Sinkwitz vom Interieurdesign. Hartmut, das Auto ist ja nun doch ein bisschen anders als die Studie. Und du als Interieurdesigner, kannst du mir mal kurz erzählen, was sind denn die Highlights des Interieurs des neuen EQC? Ja, wir wollten natürlich mit diesem neuen Interieur auch dem Kunden das Gefühl geben, dass er nicht nur einen elektrischen Antrieb hat, sondern dass er auch dieses elektrische Erlebnis hat und dass es auch visuell erkennbar einen Unterschied macht, ein Elektroauto zu fahren. Und deshalb haben wir auch wirklich von der ersten Skizze an ein Design gesucht, das sich klar unterscheidet, nicht nur in der Behandlung der großen Volumina, sondern auch gerade in der Gestaltung der Details. Und hier sind wir so vorgegangen, dass wir anstatt mit mehreren Volumen zu arbeiten, eine ganz schlichte Grundform gewählt haben, wie ein Flügelprofil, das nach unten abfällt und sehr freundlich und raumorientiert gestaltet ist. Und dieses Volumen haben wir einfach ausgeschnitten, komplett radikal ausgeschnitten und haben unten wieder eine Kassette, eine sehr technoide Kassette eingesetzt, die einerseits die Basis bildet für unseren schönen Widescreen und andererseits zugleich schon das Gehäuse bildet für die zentralen Belüftungsdüsen, die hier rechteckig gestaltet sind, also ganz anders als die Runddüsen in unseren Verbrennerfahrzeugen und damit auch ganz klar ein Wahrzeichen für die Elektromobilität von Mercedes-Benz im Interieur sind. Wenn wir über die einzelnen Dinge sprechen, die wir hier sehen, jetzt zum Beispiel die Widescreen, kannst du mir so ein paar Daten und Fakten nennen, was das Auto mitbringt? Ja gut, wir haben hier zwei 10,25 Zoll Bildschirme, die hinter einem Glas gebondet sind, also quasi integriert sind. Und man sieht kaum, dass das zwei Bildschirme sind. Und das erzeugt eine wunderschöne Breitenwirkung. Und diese Screens sind hochglänzend, aber sie funktionieren eben auch als Touchscreens und können direkt bedient werden, neben toller Spracheingabe, auch eben im direkten Touchen, sowohl direkt als auch indirekt über das Touchpad, sehr komfortabel und sicher. Nicht zuletzt auch noch über die Finger-Navigation-Pads am Lenkrad. Und wir haben zahlreiche neue Funktionen, insbesondere für die Elektromobilität, die hier in diesem sehr modernen, im Prinzip schon führenden Mercedes-Benz User Interface integriert worden sind. Wenn wir jetzt über EQC sprechen, sprechen wir auch mit Mercedes. Was sind denn so deine Topics, wenn es über das Thema Qualität geht? Ja, also ich habe eine große Leidenschaft für Qualität, für das Erlebnis der Qualität. Und was ich besonders toll finde hier ist, dass wir eine unheimlich hochwertige Oberfläche jetzt hier zum ersten Mal in Serie gebracht haben, die sich anfühlt wie so Hightech Sportswear-Textilien. Und die aber eben keine Textilien sind, sondern ein Material sind, wie wir es heute von unserem Kunstleder her kennen. Und es fühlt sich aber wunderbar an, wie so ein ganz, ganz fein gewebtes Textil. Sieht toll aus, hat einen leichten Metallic-Effekt und wirkt hochmodern. Und das ist ein schönes Beispiel. Und dann gibt es noch viele andere Materialien, die wir hier neu einführen. Und auch unsere Zierteile, die inspiriert sind von Kühlrippen, von hochwertigen
Verstärkern aus dem HiFi-Bereich. Also zahlreiche tolle Details, die in Summe ein unheimlich wertiges Gefühl vermitteln und einerseits dieses progressive Gefühl vermitteln, aber auf der anderen Seite auch dieses Welcome-Home-Gefühl von Mercedes verkörpern, aber eben elektrisch interpretiert. So, neben mir ist jetzt Philipp Deppe. Philipp ist ja mein Experte, wenn es um Mercedes geht, denn er ist vom MB Passion Blog. Philipp, jetzt sehen wir uns hier das EQC-Serienfahrzeug an. Ist ja doch ein bisschen anders als die Studie. Wie gefällt er dir? Eigentlich ganz gut. Und ich sag mal, wir kennen es ja eigentlich alle. Studien sind ein bisschen überzeichnet und entsprechen nicht unbedingt dem Serienstandard. Aber ich finde, trotzdem hat das Serienmodell einige Charaktereigenschaften der Studie übernommen. Wir gucken uns die Frontscheinwerfer an, die Lichtgrafik. Das ist schon sehr concept-like. Und auch am Heck, diese durchgehende Lichtleiter sehen wir ja auch im Konzept. Wenn wir uns jetzt das Design des Fahrzeugs anschauen, und wir wissen, das ist nur der Anfang von der neuen, sag mal, Modellpalette. Wie glaubst du, wird das umgesetzt, zum Beispiel bei der ersten Limousine? Charaktermerkmale werden wahrscheinlich weiterhin diese Black-Panel-Geschichte sein an der Front. Auch viel mit Lichtinszenierung. Und ansonsten, glaube ich, wird dir jede nachfolgende Generation oder ob es eine Limousine ist oder eine Kompaktlimousine, schon relativ normal werden. Wenn wir über das Thema Antrieb sprechen, wir haben jetzt hier zwei Elektromotoren an Bord, maximal, ich glaube, Output 300 Kilowatt, also richtig Leistung unter der Haube, dennoch abgeriegelt bei 180. Wie findest du dieses Konzept, dass wir sagen, wir haben vorne den sparsamen, den Reichweitenmotor, hinten den Performance-Motor? Macht das für dich Sinn, vor allen Dingen auch, sagen wir, mit Blick auf den Wettbewerb? Also ich denke schon. Man muss ja immer mit heutigen Batterietechnik auch ein bisschen auf die Reichweite achten. Und ich finde es eigentlich gar nicht schlecht zu sagen, wenn man in der Stadt fährt, über Land, im quasi Minimallastbereich, dass man dann nur als Vorderradantrieb fährt, sparsam. Und wenn ich sagen will, okay, jetzt kommen mal 5 Kurven, jetzt will ich mal richtig Dampf rauslassen, dann geht es mir ins Hecklastige oder dann voll variabel als Viermatik. Ich denke, das macht schon Sinn. Und andere Charaktereigenschaften, also das Auto hat quasi mehrere Gesichter. Wenn wir über unterschiedliche Modellvarianten eines Modells sprechen oder über andere kommende Fahrzeuge und wir reden zum Beispiel über AMG, glaubst du, dass da, ich sag mal, leistungsmäßig oder antriebstechnisch noch was passiert? Gibt es da vielleicht noch den Kick nach oben? Also bei AMG kann ich mir das definitiv vorstellen, dass da nochmal leistungsmäßig ein Kick nach oben geht. Ich glaube, bis wir einen voll elektrischen AMG sehen werden, da wird noch sehr viel Zeit vergehen. Da wird dann wohl eher so der Kompromiss sein, Verbrenner und zusätzlich eine voll elektrisch angetriebene Achse. Aber wenn wir hier bei Mercedes EQ sprechen, kann ich mir für den höheren Luxussegment, S-Klasse ähnliches, durchaus auch nochmal einen Schub in der Leistung nach oben vorstellen, gerade auch mit Hinblick auf die Weiterentwicklung der Batterie. Was denkst du denn, ist das nächste Auto, das wir von EQ sehen werden? Nächste Auto ist eigentlich so keine Neuheit, denn letztes Jahr auf der IAA in Frankfurt ist der Concept EQA vorgestellt worden. Eine Kompaktlimousine, voll elektrisch. Und ich denke, so in gut 2 Jahren werden wir in dem Bereich auch was sehen. Das war's hier von der Weltpremiere des Mercedes EQC, also dem ersten Serienfahrzeug aus der neuen EQ-Familie. Ich finde die Leistungsdaten des Fahrzeugs wirklich mehr als ansprechend und ich finde vor allem das Design ist richtig gelungen, vor allem wenn man mal einen Blick zurückwirft auf die Studie. Wie er sich verkauft und wie er sich im Wettbewerb schlägt, was er von seinen theoretischen Daten auf der Straße wirklich bringt, das werden wir in Zukunft sehen.